Wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass Septunia da ist? Wer unterstützt Septunia? Septunia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir bekommen immer wieder die Frage, wie ist Septunia überhaupt zustande gekommen? Ich erzähle euch mal die Geschichte von Septunia. Meine Wenigkeit hat damals 2014, so um die 2014, 2015, ein paar Hilfen geleistet mit ein paar Freunden. Und dann hat man sich hingesetzt, aber auch damals diese Flüchtlingskrise, hat man sich hingesetzt, was kann man machen? Wir haben den Namen Septunia gegründet, also erfunden mit 4 Leuten. Logo, alles drum und dran. Und von diesen 4 Leuten, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht angegriffen, aber mit denen bin ich weiterhin befreundet. 3 von denen waren Schnacker. Also blieb ich. Das heißt, 3 von denen haben sich nicht an den Vorgaben gehalten, was sie vorhatten. Die sind 1, 2, 3 Mal zu den Meetings erschienen, darf gar nicht mehr. Habe ich gesagt, wisst ihr was, das geht so nicht. Ich habe auch keine Lust mehr. Dann blieb ich. Da ich alleine war, habe ich auch keine Lust mehr gehabt. Den Namen in Schublade reingetan, Schublade zugemacht. Habe aber trotzdem meine Pflicht getan, indem ich gespendet habe, etc. Und dann, eines Tages, ich wollte nach Griechenland, nach Türkei Urlaub machen. Ich war alleine mit Auto und habe in Thessaloniki angehalten, um die Menschen vor Ort zu helfen. Und zwar mein Fidia. Fidia ist das, wenn man nicht fasten kann. Ich habe eine Blutkrankheit, somit kann ich nicht fasten. Ich muss regelmäßig essen. Ich sehe stark aus, bin aber innerlich schwach. Ich muss regelmäßig essen. Wegen meiner Blutkrankheit habe ich Menschen Essen geben wollen oder ähnliches, weil ich nicht fasten kann. Das nennt man Fidia bei uns. Wer nicht fasten kann, soll pro Tag so und so viel Euro in diese Fastenzeit, in diese 30 Tage, soll pro Tag so und so viel Euro für die Menschen an Lebensmittel geben oder ähnliches. So, ich komme in Griechenland an, Thessaloniki, will helfen, ich sehe, wow, 1500 Menschen sitzen in einer Halle, alles Geflüchtete, teilweise schlafen in Zelten, Frauen, Männer, die sich gar nicht kennen, Familien, die sich gar nicht kennen. Ich habe Schock bekommen. Ich habe gesagt, was ist das? Meine 200 bis 300 Euro reicht doch gar nicht. Ich war verzweifelt. Ich habe gesagt, was machst du nicht? Ich habe gesagt, geh live, zeig, was los ist. Bin live gegangen, habe gesagt, Leute, das ist die Situation. Wer möchte, kann unterstützen. Ich nehme nur Unterstützung von Leuten an, denen ich kenne. Keine fremden Leute, damit keine üble Nachrede passiert. Es kam Unterstützung. Ich habe für diese Leute eingekauft, Bilder und Videos gezeigt, Quittungen ist teilweise auch alles gezeigt. Bin dann Türkei nach Eskişehir. Hab einen engen Freund besucht, war ein paar Tage da. Die Leute unterstützen weiter. Und dann von Eskişehir wurde ich nach Konya, Ereğli. Türken wissen genau, was ich sage, wo das ist. Das heißt, ich hätte 1500 Kilometer fahren müssen ungefähr bis Konya. Und dann wurde ich nach Konya, Ereğli wieder zurück und die Flüchtlinge weitere Hilfen leisten, was die Leute an Geld gespendet hatten. Aber das hätte Wochen gedauert, bis ich diese weitere Hilfe leiste. Was habe ich gemacht? Bin von Eskişehir, statt nach Konya Ereğli zu fahren, bin wieder nach Thessaloniki zurück. Das waren wieder 600-700 Kilometer. Wieder über die Zollgrenze, Zoll Türkei raus, Zoll Griechenland rein, wieder nach Thessaloniki. Hab wieder 2, 3 Tage nachweislich geholfen, Quittungen, Bilder und Videos an die Bedürftigen etc. So, da war ich fertig, tatsächlich fertig. Da war die Frage, um die 1500 Kilometer jetzt wieder in die Türkei rein, nach Konya Ereğli oder Deutschland zurück. Und ich wollte ja Urlaub machen eigentlich. Aber ich war von der ganzen Aktion Deutschland, Thessaloniki mit Auto, Thessaloniki, Eskişehir, Türkei, Eskişehir, Thessaloniki zurück. Diese ganze Sache hat fast 1,5 Wochen, 2 Wochen Zeit gekostet und ich war schon richtig platt und müde. Zudem war ich alleine. Der ganze Einkauf, der ganze Distributionsweg in den Zelten, ich kannte bis dato niemanden in den Zelten. Hab telefonisch nur eine Nummer bekommen,
wende dich an. Nee, vielleicht kann dir helfen. Das war auch ein Flüchtling in dem Camp. Extrem schwer, teilweise Tumulten unter den Geflüchteten, weil es ja auch verschiedene Nationalitäten, die haben ja auch nichts gehabt. Auf einmal kommt einer, will helfen, hat Sachen dabei. Und ich habe keinerlei Erfahrung gehabt in diesem Bereich. Somit komplett alles neu, komplett neue Erfahrung und schwer. Und nach diesen zwei Wochen, eineinhalb Wochen, zwei Wochen, stand ich in Thessaloniki, habe gesagt, ich fahre zurück nach Deutschland, ich kann nicht mehr. Bin zurück nach Deutschland angekommen und kann mich sehr gut erinnern. Wochen später kommt der erste Freund von den drei, vier, ne, wir waren erst vier, von den drei, die mithelfen wollten, der eine kam, sagte, tolle Aktion, lass uns zusammen machen. Haben uns gebündelt, haben dann noch eine Aktion geplant. Von den vier, drei, von den vier kommt der dritte auch dazu wieder. Und der vierte, der unterstützt uns dann wieder, wie er kann. Im Großen und Ganzen haben wir dann noch eine Aktion gemacht, noch eine Aktion. Und dann irgendwann haben wir die Schublade aufgemacht. Den Namen und Logo hatten wir sowieso schon alles fertig. Verein gegründet. Und somit sind wir heute international tätig. Das heißt, auf eine einfache kleine Aktion wurde das eine internationale Sache. Somit dürfen wir heute in mehreren Ländern Nothilfe sowie nachhaltige Projekte leisten. Im Bereich Gesundheitswesen, Brunnenbau, Bildung etc. Das ist die Geschichte von Heptoia. Und mein Plan war niemals, ungelogen, niemals eine Hilfsorganisation zu gründen. Ich habe das nie im Kopf gehabt, niemals. Ich wollte immer arbeiten und habe die weltliche Pläne gehabt, wie alle anderen, wie viele andere. Die weltliche Pläne, was wir für diese Welt planen, habe ich im Kopf gehabt. Ich habe kaum an Jenseits gedacht. Gedacht, arbeiten hart, das kaufen. Aber niemals, ungelogen, hatte ich die Planung, eine Hilfsorganisation zu gründen. Und vieles kommt im Leben anders als das, was wir planen. Das ist ein Beispiel. Gott sei Dank ist das in meinem Fall, in unserem Fall so gekommen, dass wir Gutes tun dürfen. Ich bin Gott dankbar, dass wir diesen Weg gehen dürfen. Dank eurer Unterstützung, dank Gottes Hilfe und dank von der Unterstützung von vielen Heptoia-Teammitgliedern, die mittlerweile teilweise deutschlandweit sind oder weltweit. Worauf ich noch hinaus will, plane nicht für morgen, denn der Plan kann komplett anders sein. Ich plane für morgen, für heute, für übermorgen, aber meine Planungen ist nicht mehr Dunja bezogen, ist nicht mehr auf weltliche bezogen. Dunja bedeutet Welt. Meine Planungen ist nur noch auf Heptoia bezogen fast und bis zum letzten Atemzug, so Gott das erlaubt, werde ich versuchen, diesen Weg gehen, mit euch zusammen, mit dem Heptoia-Team, Mitglieder und Mitgliederinnen. Vielen Dank.